Moin Kay, ein paar Leute wollen wieder künstlich Drama machen und meinen, du bist der Einzige, der ARK Hardcore spielen darf. Erklär mal bitte den Leuten, dass alles cool ist und dass alle mal so ein bisschen ihre Nuggets chillen sollen. Dankeschön! Moin Nico, es kam mir schon so an, dass du komplett frech mein Format geklaut hast. Ich bin der Einzige, der ARK jemals Hardcore gespielt hat und das soll auch so bleiben. Na Quatsch, also es haben schon Leute vor mir gemacht und es werden auch Leute nach dir machen. Das Ganze ist eine Herausforderung und der kann sich jeder stellen. Also chillt und macht nicht auf Reality-TV. So Beinlänge ist ganz wichtig, die müssen kurz sein. Oberschenkel ein bisschen dicker, ne? Der hat einen guten Quadrizeps. Unterschenkel werden dann ein bisschen schmaler gemacht. Armlänge müssen wir natürlich auch ein bisschen anpassen. Das sieht uns lächerlich aus. Also, du hast eine gute Armlänge. Das ist der Charakter. Das ist ein originaler Manfred. Es ist mal die erste Frage. Das wollte ich nämlich vorhin eigentlich nachgucken. Ob die ganzen Explorer-Notes noch für mich auch verfügbar sind. Ich weiß natürlich komplett, wie das Spiel geht. Bin nicht raus aus dem ganzen Spiel. Entschuldigen Sie, was ist hier los? Was ist hier los? Pekum Mastax. Nee. Zwei Stück direkt. Da habe ich ja mal gar keinen Turn drauf jetzt hier. Die Ausdauer ist schon weg. Ja, dann klaut mir bitte beide was. Ja, du auch. Digga, einfach halbe Leben weg durch den Pego Master. Na, gute Nacht, Marie, ey. Gute Nacht, Marie, sag ich immer. So, wir machen mal Bewegungsgeschwindigkeit erstmal hoch und so, dass ich mich halt hier schnell bewegen kann. Das ist wichtig. Ich mache das auch gerade zum ersten Mal. Ich habe keinen Plan. Ich habe auch den Speer. Gut, dass ich den nicht mit ausgewählt habe, dass ich den craften kann. 10 von 10 einfach. Dann merkt man einfach auch die Erfahrung. Der 700 Stunden ach, wieder ein Pego Master. Meine Herren, ey. Springen wir bitte gegen den Dings gegen, ja. Okay, wir machen die auf den Nerf jetzt hier. Ich habe jetzt alle hergestellt. Geil. Drei Ex haben wir jetzt. Ich bin auch komplett falsch gespawnt, fällt mir gerade auf. Ein Speer wollte ich machen. Habe ich einen Speer schon gecraftet eben? Nee. Feuerstein und Fasern. Erstmal ganz entspannt jetzt hier eine Rüstung anziehen. Das ist mein erster Versuch. Und wenn wir scheitern, dann fangen wir halt wieder von vorne an. Das ist doch egal. Da, wo meine Nase ist. Da will ich eigentlich hin. Ich bin falsch gespawnt. Das ist ein bisschen blöd. Ich kenne mich hier auf der Side of Life gar nicht aus. Ja, das war gar nicht mal so gut. Ich möchte nämlich jetzt gerne Fundamente craften, um nochmal ein paar Level hochzukommen, um dann Level 9 zu haben. Um dann Bolas craften zu können, weil dann können wir nämlich uns auch mit Raptoren anlegen und so. Fällst du auch mal um hier, oder ist das der Unendlichkeitsbaum, Digga? Was ist denn hier los? Falsche Taste. Fasern sammeln, Fasern, Fasern, Fasern. Sieht auch so aus, als würde es gleich Nacht werden, ne? Bisschen dunkel wird. Schatten werden länger und tiefer, habe ich das Gefühl. Kann mich aber täuschen. Ich guck mal, versuch mal so. Ich habe mir gar keinen Plan gemacht. Das ist jetzt alles komplett Freestyle. Ich habe auch nicht so viel Ahnung von dem Game tatsächlich. Mörsern stürzen nochmal ganz gut zum Leveln und wir müssten eigentlich noch ein Level oben. Haben wir nicht noch ein Level? Was wir auf jeden Fall gerade machen, ist, wir craften, um zu leveln. Ne? Für die, die das jetzt nicht wissen. Irgendwie sehr komisch, dass es sehr laggy ist, wenn man die Dinger abreißen will. So, wir können jetzt eine Bola machen und wir können einen Parasattel uns holen. Bam. Steht dir das? Das heißt, haben wir jetzt noch irgendwie Leder für Bolas? Wir brauchen Stein dafür. Und Leder haben wir genügend. Stroh brauchen wir noch ein bisschen. Das ist ja easy. Das kriegen wir alles hier vor Ort. Schwierig. Also Plan ist jetzt, da sind sogar zwei Paras. Ich versuche mal irgendwie da oben erstmal lang zu gehen. Vielleicht haben wir Glück. Und wir werden nicht gekillt. Ach du heiliger Christopher Ross. Das ist natürlich hier direkt am Sumpfteil, ne? Ja, hier sind wir. Wenn ich da reinspringe, sterbe ich da schon. Vom Wasser, vom Sturz. Wir laufen hier mal so semi-gut runter. Oh, oh, oh. Gut, 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 gut. Wahrscheinlich mache ich mir mehr Schaden, indem ich jetzt hier runterlaufe, als... Nee, Speronis, kein Trudens. Trudens, Alter. Trudens, voll nicht auf dem Schirm, die Viecher hier. Gut, wo ist denn der andere Para? Ist vielleicht auch nicht so die beste Idee, jetzt hier was zu zähmen, aber wir machen es mal. Wir hätten easy da reinschwimmen können. So, wir sind auf der Other Side of Life hier, Alter. Monsieur? Oh, hallo. Welches Level hast du? 7? Trash. Und 2! Level 2! See, Level 2 natürlich, Alter. Ja, wisst ihr, was wir machen? Das machen wir jetzt einfach. Das machen wir jetzt. Versteht ihr? Jetzt mal ganz ehrlich, oh, daneben, dann ist der halt jetzt Level 7, aber der wird uns jetzt gerade mal ein bisschen was bringen, hoffentlich. Stirbt er nicht dabei? Digga, mach mich nicht schwach jetzt. Du stirbst doch jetzt nicht dabei. Ja, wollte ich auch gerade mal sagen. Also wirklich. So, wir haben noch keinen... Oh, hab ich mich erschrocken. Das bringt uns natürlich alles nichts ohne den Sattel, ne? Para ist durchgezähmt, sehr gut. Dann brauchen wir jetzt noch an dieser Stelle einfach Fasern und Holz. Fasern haben wir. Holz zum uns direkt hier neben, guck mal. Ja, habe ich dich geschlagen, ne? Das tut mir natürlich leid an der Stelle. Aber ich muss auch gucken, dass ich nicht überladen werde, damit ich dir den Sattel noch aufsetzen kann. Verstehst du das? Jetzt machen wir nicht fertig und sag mir, dass du uns gut tragen kannst. Der kann uns exzellent tragen. Oh, Dilo. Was geht denn jetzt hier ab? Was ist denn jetzt hier los auf einmal? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Hallo! Kann man den nochmal besiegen, da den kleinen Kompi, oder was ist hier los, Alter? Als ob ich ihn nicht treffe. Man wird sich schon ernst so am Strand, oder was? Wo ist der Spino hin? Fällt mir nicht, dass ich den nicht sehe. Also hier geht's auf jeden Fall schon mal Richtung Kristall. Das Ding ist, hier sind auch mal gerne Raptoren und hier sind auch mal gerne Kanos unterwegs. Aber aktuell sieht das nicht so aus, als wären die hier am Start. Hat ein Feind entdeckt, wo denn?
Da hinten immer noch. Ja gut, dann ist Para ist ja halt mega OP. Kristall, weil Fernrohr, damit wir ein bisschen gucken können. Ich nehme jetzt auch mal nicht das Super Spyglas, wir nehmen das normale Fernrohr, okay? Wenn wir das jetzt hier rauskriegen, das ist natürlich die nächste Frage. Wir brauchen halt zwei Kristall und das Problem ist, dass wir halt aktuell nur die Dreckssteinsachen haben, ne? Wisst ihr, was läuft da oben? Was läuft da oben? Was läuft da oben? Oben lief was? Auf dem Berg? Schon? Ein Todon? Ein Dodo, Alter! Ein Dodo einfach. Was ist, wenn du durch einen Bug stirbst? Ja, dann ist das. Dann, das ist sehr traurig. Aber das wäre dann tatsächlich einfach so. Also nochmal, ne? Ich mache das jetzt hier, um zu leveln. Also ich reiße immer wieder ab und baue immer wieder neu, um immer wieder herstellen zu können, um jetzt möglichst schnell im Level hochzukommen. Wir sind jetzt Level 20. Und Level 20 war, glaube ich, die Metallsachen, ne? Also wir haben ein Metall, wir haben ein bisschen Holz, knüllern wir da mal rein. Und dann holen wir uns mal Metall hier wieder. Armbrust, die ist, glaube ich, erst ab Level 30 da, ne? 25. Ab 25. Welches Level sind wir aktuell? 23. Ja, dann ist doch gleich klar, was wir machen. Wir haben ja auch den Dingens dabei und können natürlich die... Wir haben noch eine Fackel dabei, glaube ich, und wir können ja auch mit ihm hier scannen. Und hier unten im Wald da drin sind noch ein oder zwei Explorer-Nodes drin auf jeden Fall. Wir haben ja notfalls auch noch eine Fackel mit dabei. So, irgendwo hier in der Nähe ist es halt. Wäre natürlich auch geil. Hat einen Feind entdeckt, aber nicht bei mir in der Nähe, ne? Also da hinten irgendwo. Also eigentlich ist es easy hier zu finden. Das Problem ist natürlich, es ist jetzt dunkel, ne? Vielleicht überspringen wir auf die Nacht einfach. Also überspringen wir, überwarten. Wir warten einfach die Nacht über. Hier müssten unten noch zwei, drei liegen. Dann kann ich in der Zeit vielleicht irgendwas craften. Mhm. Kommen dann auch auf Level 25. Ich kann sagen, dass diese Baumkonstellation sah gerade so aus wie Steinsäulen. Das könnte ein Hinweis gewesen sein, aber irgendwo sind die hier. Wir gehen nochmal hoch wieder, wenn wir hier nicht hängen bleiben. Aber zwei sind hier unten auf jeden Fall. Wie gesagt, ist dunkel. Wir haben 7 Narco-Berries hier. Wir haben 108 da. Wir haben aber kein... Doch, Fleisch haben wir auch noch hier drin. Das Fleisch hat aber hier noch eine Zeit von 27. Hier sind 6 Minuten. Da ist die Nacht eigentlich schon wieder rum. Aber es ist halt... Oh, jetzt habe ich das... Oh, das Fleisch. Pass auf, jetzt hier. Alles aufteilen. Zack, Peng. 15 Sekunden, geht gleich los, der Lachs hier. Mörser und Stöße, was brauchen wir? Stein, das kriegen wir hin. Also auf ein neues. Ich weiß, dass das Ding hier irgendwo in der Nähe ist. Ganz genau weiß ich natürlich auch nicht, wo die Notizen liegen. Safe Core sind hier zwei Notizen irgendwo. Eine zumindest. Bei der zweiten bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber. Die hängt hier auch irgendwo an einem Baum oder in so einem Steinding wieder drin. Die haben wir 100 Pro, die haben wir auch im Let's Play hatten wir die auch schon. Irgendwo müssen doch diese Notizen hier sein. Ich würde jetzt halt ungern weiterziehen, bevor wir die nicht eingesammelt haben. Beziehungsweise bevor wir die Armbrust nicht haben, weil wir da jetzt einfach an der Quelle sitzen und da einfach mal Gas geben können zum aktuellen Zeitpunkt. Was ist das? Oh, ein Schuden. Oh, nee, da müssen wir mal ganz schnell weg. Wir nehmen sonst einfach die anderen mit. Kriegen uns jetzt einfach so auf Level 25 noch hochgegrindet. Ja, komm, wir gehen hoch. Wir machen nochmal Narkosemittel, kriegen Level 25, machen uns eine Armbrust und sind weg hier. Der Dodo. Na, Digga? Guckst du ins Tal, was dir gehört, oder was? Ja, krasse Nummer, ne? Geiler Typ, ey. Iguanodon wäre crazy, ja, für über die Map kommen und so. Vor allem auch für schnell über die Map kommen. Wir machen das. Wir heben jetzt erstmal diese Notizen auf und dann craften wir noch ein bisschen um die Wette hier. Drei Stück müssten hier liegen. Ich bin mir immer nicht ganz sicher. Also die zwei Safe Call, wusste ich. Alles easy. Aber hier muss noch eine weitere liegen. So, Level 33 aufgestiegen. Das ist doch schon mal gut. Wir suchen erstmal weiter. Bevor ich irgendwas crafte, wir suchen erstmal weiter. Ich glaube, eine war auch noch so mehr am Strand hier. Aber es gibt generell hier noch weitere. So, Iguanodon, ne, war ein Ding. Iguanodon war ein Ding. Damit würden wir nämlich jetzt viel schneller durch die Gegend kommen. Leder, Fasern, Holz. Dann holen wir uns mal gleich ein. Dafür war ja das Level auch quasi vorgesehen. Aber irgendwo ist doch noch eine weitere Notiz. Die kann auch noch weiter vorne sein, glaube ich. Es wäre natürlich schön, einen Iguanodon zu finden. Weil dann können wir so einen ganz kleinen Run machen mit den Notizen. Der Para ist schon sehr langsam, ne? Kann man nicht... Ist das eine? Nee, das ist ein Stein. Hau mal ab. Weil hier hatten wir mal direkt an der Explorer-Note hatten wir eine Base. Auch. In dem Let's Play. Die kann ich alle nicht aufheben? Das ist alles kein... Okay, cool. Ah, das war die wir hatten. Ah. Ja, dann kein Plan. Dann holen wir uns jetzt erstmal ein paar Ressourcen. Pfeile vor allem. So, wir hatten Iguanodons gesehen. Aber vielleicht findet man noch einen bei uns in der Nähe jetzt. Also das war ja relativ in der Nähe. Ach, da oben waren Iguanodons, ne? Da würde ich doch lieber mit dem Para hin. Gut, aber ich hole mal den Para eben. Beziehungsweise gucken mal da vorne, ob da noch was ist. Oh, Iguanodon. Monsieur, du bist Level 8, das ist nicht so gut. Was sagt denn der andere da oben? Gibt's den oben da noch überhaupt? Wir nehmen mal den Level 8 da. Es ist halt Singleplayer, es ist halt Trash. Ich hoffe, dass er den mal wegpumpt ordentlich und nicht so viel Schaden. Er nimmt übel viel Schaden. Er stirbt gleich. Er rennt weg, weil er gleich tot ist. Och Gott, was ein Bob, Alter. Was ist das hier? Der Dino der Verdammnis oder was ist hier los? Digga, ey. Der ist 48 gewesen, verstehst du? Und du haust ab. Mann, Alter. Hier hatten wir zwei. Wenn die jetzt beide Trash waren, dann sind die wahrscheinlich jetzt beide down, ne? Also der andere ist weggerannt, den können wir jetzt nicht zähmen, der hat zu viel Leben verloren. Wir gehen mal in die andere Richtung. Ziel ist weiterhin ein Iguanodon, der nicht Trash ist. Also Level 8 hatte ich jetzt genommen, aber der ist halt fast tot. Ist es der da hinten? Ja. Hat er sich erholt? Wir versuchen mal unser... Oh, ich weiß gar nicht. Iguanodon mit einer Armbrust. Vielleicht ein bisschen zu heavy. Wir werden es jetzt mal ausprobieren.
Oh, vielleicht, Digga. Nö. Passt. So. Igor Nodon ist da. Very nice. Yes, jetzt kommt er mit. Den würde ich nämlich ganz gerne saven. Oh, der Para. Was ist denn mit dir? Hier hinterher kommen, gut ist. Oh, da ist was los. Der Para. Jetzt hängt der da fest und stirbt wahrscheinlich durch den Piranha, ne? Digga, wie kann man so lost sein, Alter? Kann man so lost sein? Bleibt doch die ganze Zeit stehen, ohne sich zu bewegen. Wo kann ich das hier Option? Ne, Option ist falsch. Verhalten. Folgeabstand ändern. Niedrig. Danke. Und dann gucken wir mal weiter. Zement halten, ne? Könnte man uns jetzt auch holen aus dem Biberdamm. Das ist jetzt kein Problem im Igor Nodon. Da ist ein Biberdamm. Guck mal, wenn man davon spricht. Hier ist doch irgendwo noch eine Explorer-Note. Oder nicht? Doch, hier war doch immer eine drauf. Jetzt machen wir die wahnsinnig. Hier war doch eine. Da bin ich mir ja schon fast sehr sicher. Damit wäre das Zementproblem gelöst. Da kommt der Biber. Da kommen zwei Biber. Das könnte mein Ende sein. Weil die im Wasser einfach schon stärker sind. Erster weg. Gut, aber das sind auch Lowbobs, ne?